Moin Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zur Formel 1 mit dem F1 Manager 23 und dem Ungarn GP. Und hier werden wir versuchen, mit Red Bull gemeinsam wahrscheinlich einen Doppelsieg zu holen. Das Team muss mindestens 44 Punkte erzielen, mehr ist schwierig. Nach einem schnellen Start von Red Bull hat Verstappen einen ordentlichen Vorsprung und Perez arbeitet sich durchs Feld. Der Mexikaner kämpft mit Hamilton um P4 und sucht nach dem perfekten Zeitpunkt für einen Stopp, um den McLaren einzuholen. Kannst du zusätzlich zum Doppelsieg und der schnellste Runde noch einen rekordbrechenden 12. Sieg für Red Bull holen? Ja gut, wait a second, aber das mit dem Red Bull Rekord brechen, das ist ja so oder so passiert, dafür brauchen wir ja keinen Doppelsieg. So, wir starten den Rennmoment, wir akklimatisieren uns mal ganz kurz, gucken, was hier Strat-mäßig ansteht. Ja, ich denke mal, man kann entweder nochmal hart, jawohl, oder vielleicht einen Medium-Reifen nehmen. Ich würde die harten eigentlich auch eher bevorzugen, ganz ehrlich. Also harte Reifen hier irgendwann nochmal mitnehmen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Let's go. Sergio Perez direkt hinter Hamilton. Auf geht's. Den Nichtskönner holen wir uns jetzt. Gut, während Verstappen vorne wieder allen um die Ohren fährt. Der ist diese Saison aber auch einfach eine Macht. Wobei man auch sagen muss, ein, zwei Mal hat man das Gefühl, dass Verstappen so langweilig ist vorne, dass er... auch mal einfach Fehler macht. Ich sollte Prophet werden. Meine Güte. Oh mein Gott, alter Max. Ja gut, das kann ich eigentlich sofort neu starten. Alter Max, ey, was war das denn jetzt? So, Perez direkt mal pushen lassen, in jeglicher Hinsicht, dass der schnell an Hamilton vorbeikommt. Ja, und Verstappen, der muss eigentlich nicht pushen. Der hat auch von niemandem Druck, aber er macht Fehler. Ja, wie gesagt, in Kanada hätte er das Auto, glaube ich, auch mal fast weggeworfen. Also ein, zwei Situationen gab es schon, wo Verstappen mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Er fährt trotz allem natürlich über jeden Zweifel erhaben. Also der hat ein unfassbar hohes Niveau, selbst wenn da mal der ein oder andere Fehler oder vermeintliche Fehler kommt. Ja. Hat da jetzt auch schon ein paar Autos überrundet. Das sieht entspannt aus. Ich glaube, Albon und Dings müssten es sein. Genau, Bottas. Und Piastri ist an der Box. Relativ früh, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ey, Haas, geh mal bitte. Danke. Piastri. Ja, machen wir mal hier Standardmodus wieder rein alles. Das Auto wird über Pace, glaube ich, noch die 10 Sekunden zu Norris schließen. Da muss ich mir jetzt nicht so enorme Gedanken machen, glaube ich. Hoffe ich. Mal schauen. Ja, bei Verstappen kann ich auch eigentlich die Medium-Reifen zum Ende hin nutzen. Ist für die schnellste Runde, glaube ich, die sicherste Bank. Aha, okay. Norris wieder rausgekommen. Mit harten Reifen. Ja gut, also der wird jetzt vielleicht ein bisschen näher kommen. Wichtig ist, dass wir zum Ende hin halt eben das Reifendelta haben. Oh, ich finde die Streckenkarte hier ist schön. Die ist auch recht übersichtlich tatsächlich gehalten. Ja, das finde ich irgendwie schön. Also es gab schon Designs, da war ich nicht verwirrt, aber da fand ich es ein bisschen unübersichtlicher, weil da sehr viel um die Strecke herum passiert. Aber hier finde ich es tatsächlich recht übersichtlich und recht schön, was da abgeht. Ja. Ja. Okay, let's go. Strategie erstellen, die nehmen wir auch direkt an. Und du gehst in dieser Runde an die Box. Harte Reifen. Hat sogar harte Reifen, die gar nicht befahren wurden. Das ist natürlich super. Und für die Runde wird nochmal komplett flat out gepusht. Oh, und er kommt, glaube ich, hinter Piastri wieder raus, oder? Warum ist Piastri so weit hinten? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Oh,
Oh, währenddessen fährt Verstappen ganz entspannt einfach. So, was ist das denn? Bro, 6,669 Sekunden, ey. Ah, das tut weh. Ja, das sind jetzt halt 16,3 Sekunden, die zu Norris fehlen, ne? Also ehe wir die gut machen, mal gucken. Ich hoffe, Leclerc muss nochmal an die Box fahren, weil der könnte sonst ein bisschen zäh werden. Oh, Ehrenmann. Sehr schön. Ding ist aber, der Red Bull ist eigentlich so überlegen, der müsste jetzt eigentlich komplett durchpreschen. Ja, guck mal, Verstappen ist mit so alten Harten so viel schneller als Norris noch. Muss jetzt eigentlich auch sehr viel noch von Perez kommen. Was ich gesehen habe ist, in sauberer Luft fahren soll wohl echt helfen, wenn man überholen will. Weil wenn der Fahrer in sauberer Luft fährt, fährt er ja automatisch versetzt zu dem anderen. Und dann kann er halt auch durchziehen, weil sonst fahren sie einfach an den Gegner ran und bremsen halt wieder. Was so ein bisschen dämlich halt ist von der KI, aber so machen sie es halt ganz gut dann. Ja, also 10,9 Sekunden zu Norris, 14% mehr auf den Reifen aktuell. Let's go, da geht noch was. Und bei Verstappen werden wir am Ende irgendwie die Softs aufziehen und holen die schnellste Runde, ganz easy. Jawohl. Vielleicht brauchen wir noch nicht mal Verstappen für die schnellste Runde. Vielleicht aber schon. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch doch. Ich finde das witzig. So, Verstappen. Ja, der hat natürlich sehr wenig Vertrauen ins Auto. Ja, klar. 9% Vorteil haben unsere Reifen hier noch. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir hier? Sobald wir im DRS sind, eigentlich noch ein bisschen was sparen hier. In jeglicher Hinsicht. Wir haben dann halt doch 10 plus Runden Zeit. Oh, 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 oh. Unfall mit mehreren Autos, kein Safety Car. Interessant. Zeitstrafe gegen Bottas. Hat er mal wieder ein bisschen Bowling gespielt, glaube ich. Also in der F1 Manager 22, sorry, war es gefühlt immer so, wenn du irgendwo mitten auf der Strecke überholen willst, war es manchmal einfacher als auf den DRS-Geraden zu überholen. Oh, und deswegen forcieren wir hier mal ein Manöver. Oh, Hamilton blockt uns anscheinend die ganze Zeit, also der hat diesen Modus anscheinend an. Aber das ist gut, weil jetzt ist er nicht mehr im Sekundenfenster von Norris. Und jetzt sind wir relativ einfach dran und vorbei. Sehr schön. Sieht gut aus. So, Aufladung. Reifen mal auf Standard setzen. Oh ja, Hamilton hat eh gerade keine Chance mehr. Und langsam können wir auch mal Verstappen reinholen, oder? Ich spare nochmal eine Runde mit dem ERS. Let's go. Ja, also es scheint wirklich... Also das funktioniert ja so effizient, das nutze ich jetzt zum ersten Mal, dass es sich halt anfühlt wie ein Cheat zu benutzen. Krass. So.
Verstappen geht diese Runde mal rein. Let's go. Russell? Lol. Drei Sekunden vor Norris und die schnellste Runde geholt. Heiliges Kanonenrohr, ey. Boah, Perez ist on fire gerade. So, jetzt aber. 44 Punkte müssen wir holen. Verstappen geht jetzt an die Box. Dann sparen wir auch nochmal ein bisschen Reifen. Und dann kommt ein bestimmter Punkt nach einer Runde. Also nachdem wir die Boxenrunde quasi absolviert haben, nachdem wir rausgefahren sind. Die erste gezeitete Runde, das wird die sein, in der werden wir fliegen. Oh, drittschnellster Stopp, sehr schön. Und Perez. Oh, da können wir jetzt komplett den Schongang einlegen. Oh, Alfa Romeo, Joe. So, Verstappen. Let's go. Warum kriegt er die Reifen nicht auf Temp gerade? Sollte auch in Ungarn eigentlich gar kein Problem sein. Ah, der holt jetzt trotzdem die schnellste Rennrunde. Easy. Frag mich, ob er die Überrundeten jetzt einholen wird. Ich könnte natürlich die schnellste Runde bei Perez behalten. Aber das Ding ist, wenn ich Perez jetzt einfach die schnellste Runde halten lasse, dann besteht die Gefahr, dass andere sie noch holen. Ja, Leclerc oder gibt es auch Leute mit frischeren Reifen als Leclerc? Ja, Russell oder so vielleicht. Sogar Stroll könnte die holen mit frischen Softs. Boah. Hat er jetzt halt leider Zeit verloren, ne? Aber die schnellste Runde geholt und das wahrscheinlich mit Abstand. 1:16:3. Wie schnell war die schnellste Runde von Perez? 1:17:8. Gut, das sollte es eigentlich sein. Da dürfte jetzt nichts mehr kommen. So, spulen wir ein bisschen vor. Dann können wir vielleicht sogar nochmal ins Baku-Szenario schauen. Vielleicht für die letzte Runde nochmal eine schnellste holen. Oder jetzt nochmal angreifen. Weil sonst hat Verstappen zu kalte Reifen in der letzten Runde. Auf geht's. Ja, jetzt hat er Verkehr vor der Nase. Russell blockiert in Kurve 2. Hoffentlich nicht Verstappen. Ansonsten kann er machen, was er will. So, keine schnellste Runde mehr geholt, oder? Nee, nah dran in beiden Fällen, aber keine schnellste. Oh, das ist okay. Die 44 Punkte holen wir jetzt. Easy Snack. Ja, also Szenarien mit Red Bull scheinen hier echt einfach zu sein. Wisst ihr, was ich bei meiner Maus lustig finde? Ich benutze die gerade, logischerweise auch, was relativ selten ist, wenn ich Videos aufnehme. Und die blinkt hier gerade, dass der Akku leer sei. Wisst ihr, woran das liegt? Wenn du die Maus auflädst, dann rallt die Maus das nicht. Die denkt sich so lange, ey, ich habe jetzt quasi keinen Akku, bis der Akku von dem Stand, also wenn du zum Beispiel bei 5% Restakku anfängst aufzuladen und wenn der 5% Restakku weg ist, dann, obwohl du 95% in der Batterie, irgendwie Batterie wieder geladen hast, wenn du dann bei 90% bist, dann rallt die Maus erst, ah, okay, ich bin ja wieder vollgeladen. Das ist irgendwie komisch. So, Alonso muss besser als Vierter werden. Wichtig. Also, soll er reinkommen oder draußen bleiben? Also ich habe mich ja immer wieder beim letzten Mal fürs Draußenbleiben entschieden und ich würde es jetzt genauso machen, weil ich glaube, dass das durchaus helfen kann. Und ja, wir probieren es einfach mal.
Stroll hält alle auf. Und Alonso muss versuchen, da vorne durchzurödeln. Machen wir es mal so. Was ist eigentlich das Ziel hier genau? Okay, hier geht's wirklich um Alonso, ja, okay, weil in der Vergangenheit ging's auch schon mal um andere Sachen. Bro, ich habe immer Verteidigen gemacht und er hat jetzt schon die Position verloren. Aber Russell ist kein großes Problem, weil Russell ist eh auch auf Mediums unterwegs. Oh lol, Verstappen ist hier dran. Noch gibt's kein DRS. Oh! Alter. Ja, ärgerlich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Verstappen mich da angreifen könnte. Belastend. Mit Stroll zu verteidigen ist halt so wie, keine Ahnung, mit dem Löffel eine Mauer einzureißen. Das ist ungefähr dieselbe Erfolgsaussicht, glaube ich. Was passiert, wenn ich jetzt eigentlich mit dem Reifensatz, ja, wenn ich jetzt bald auf harte wechsle? Okay, okay. Ist das die schnellste Strategie? Nee, es geht schneller. Was ist, wenn ich jetzt hier voll pushe? Dann machen wir doch das hier. Das klingt nach einer Strategie. Und selbiges machen wir auch bei Stroll. So, wir versuchen einfach mal mit Stroll ein bisschen die Leute hier aufzuhalten. Dann kann Alonso nach seinem Stopp relativ weit vorne wieder ansetzen. So, ERS aufladen. Alles gut, Fernando. Bleib ruhig dran. So, auch hier wieder Aufladung erstmal. Überholaggression niedrig. Einfach dranbleiben, Fernando. So. Ja, Fernando bleibt erstmal dran. Sehr schön. Wie viel Zeit verliert man hier bei einem Stopp? Ich glaube, die Berichte stimmen nicht immer, aber 22 Sekunden anscheinend. Dann wäre Fernando jetzt aktuell noch in freier Fahrt. Na, guck mal, da hätte ich mir jetzt zum Beispiel gewünscht, dass er einfach nicht an Russell vorbeizieht, sondern einfach dahinter bleibt.
Wobei jetzt bitte vor Russell sein. Weil dann können wir uns mit Verstappen mitziehen lassen. Immer verteidigen. Sehr schön. Weiter so, Lance. Oh mein Gott, Alter. Warte. Saubere Luft fahren. Let's go. Das schaffst du. Mach. Ja. Ehrenmann. Weiter so. Push. Wenn ich in 5 Runden reinkomme, dann sind wir ja komplett im Verkehr. Dann versinken wir da ja hinter der Gruppe von Lance. Deswegen müssen wir mit Lance noch ein bisschen aufhalten. Auf geht's. Wenn so einzelne Leute wie Ocon da vorbeikommen, ist es auch nicht so schlimm. Wichtig ist nur, dass nicht irgendwie 5 Leute gleichzeitig immer vorbeifahren. Und wichtig ist auch natürlich, dass Fernando Alonso irgendwann hier 28 plus Sekunden Vorsprung hat. Ja, und jetzt ist Verstappen vorne und kann die Pace vorgeben. Und Verstappen wird, glaube ich, eine bessere Pace vorgeben, als es George Russell hinbekommen wird. Dann, oh, müssen wir natürlich auch schauen, wie es mit dem ERS ausschaut. Und vielleicht müssen wir mit Fernando Alonso noch ein bisschen mehr... ja, okay. Ein Fahrer. Joe interessiert nicht. Lass ihn ruhig durch, alles gut. Halt jetzt aber auch einfach möglichst lange Lando Norris bitte auf. Ja, das ist halt das Ding. Wir müssen jetzt mit... Oh mein Gott, Fernando Alonso hat... Ja. Gut, keine Chance. Ich sag, wie ist das? Keine Chance, da überhaupt in irgendeiner Form dran zu bleiben. Nix. Aber... Mal schauen. Es gibt Chancen. So, Lance Stroll. Boah. Gut. Keine Chance, da irgendwas zu tun. Da ist Hamilton einfach zu schnell. Leclerc an der Box. Ich weiß gerade nicht, wo er war, aber man verliert wohl weniger als 22 Sekunden, würde ich behaupten. Vielleicht so 18 Sekunden oder so. Und da ist das hier gerade so sehr eng mit Alonsos Boxenstopp-Zeitfenster. Ja, komm. Alonso wird an einem einzelnen Norris vorbeikommen, mit Sicherheit. In der nächsten Runde geht's rein. Lance muss jetzt quasi Hülkenberg und Co. aufhalten. Oder zumindest Zeit kosten.
ziemlich genau 20 Sekunden jetzt der Abstand zu Alonso. Der hier jetzt gerade ein bisschen ERS spart. Russell fährt weiter. Okay, da scheinen manche ihre Reifen sehr lange am Leben halten zu wollen. Krass. Alter. Krass. Wie gesagt, Alonso jetzt hinter Norris. Wie erwartet. Krass. So, du hast deine Arbeit erledigt. Ehrenmann, geh rein. Und mach hier irgendwelche Standardgeschichten einfach. Oh ne, push einfach mal durch. Passt schon. Überholaggression hoch. Sainz jetzt an der Box. Bro, doch nicht unten. Doch nicht schon da, Alter. Oh, ordentlich Vertrauen gewonnen. Sehr schön. Das gefällt mir. 7 Sekunden zu Hamilton. Das sollte machbar sein. Wir können eigentlich komplett durchpushen. Oh, nee. Das VSC. Ist jetzt ein richtiges Safety Car oder VSC? Ist immer noch ein VSC. Ja, das hätte uns jetzt weiterhelfen können. Schade. Ocon geht jetzt in der Zeit an die Box. Alter. Das ist ein Lucky Dude. Ja, Bro, wann ist jetzt VSC Ende? So, let's go. Jetzt kurz mal alles abrufen hier. Let's go. Fernando. Etwa 6 bis 7 Sekunden noch von Hamilton weg. Recht nah dran an Joe. Das wollte ich eigentlich auch nicht so. Boah, jetzt konnten auch Perez und Sainz, glaube ich, davon profitieren, oder? Wisst ihr was? Wir spulen einfach mal nach vorne. Wir gucken mal, wie sich das so entwickelt. Minion, immer in saubere Luft fahren. Danke. Er hat das schon wieder. Na, ist natürlich aber top, dass wir jetzt wenigstens das Manöver gegen Joe schon haben. Boah, ey, wer war da drin? Albon oder was? Nee, Magnussen. Oha, it's worth trying to push Hamilton. Krass. Sogar sehr kontextsensitiv der Call hier. Let's go. Rein da. Hamilton nur noch bei 70%. Da geht nicht so viel. Ja, jetzt müssen dann noch zwei Leute vor uns irgendwie weg. So, Abfahrt. Sehr schön. Vertrauen steigt natürlich auch, wenn die Überholmanöver schnell und effizient passieren.
Wir müssen jetzt mal ganz kurz hier pushen, damit wir weg von Hamilton kommen. Sehr schön. Ab jetzt... Ah, er ist jetzt im Sekundenfenster immer noch... Oh. Das wird jetzt lästig, den wegzubekommen. Weißt du was? Mach. Ist okay. Fernando, nicht ärgern. Unser Fokus liegt auf Tempo. Ein, zwei Runden mal ein bisschen saven. Jetzt sind wir trotzdem weg von Hamilton oder was? Und jetzt ran wieder an Sainz. Alonso, schnellste Runde. Dann pushen wir bitte jetzt noch. Er ist dran. Bleibt er nah genug dran? Weiß ich halt nicht, ne? Ärgerlicherweise hat Sainz jetzt seine Pace gefunden. Kann ich Stroll irgendwas Komisches machen? Mach mal. Ja, also es wird schwierig. Alonso hat einfach 65% noch auf den Reifen. Die harten bauen gar nicht ab. Okay, im nächsten Video, das nehme ich auch direkt im Anschluss auf, machen wir noch, ich glaube, Spa käme jetzt dran. Und direkt danach noch einen Versuch hier in Baku. Das wird dann, glaube ich, Versuch Nummer 4 oder so. Oder Versuch Nummer 3 wäre es dann. Und dann gucken wir mal. Sollte ja dann eigentlich passen. Dass wir dann, wenn wir recht schnell an die Box gehen, hoffentlich auch irgendwie durchkommen mit allem. Alonso jetzt auf jeden Fall nochmal mit der schnellsten Runde. Komm, wenn da vorne noch irgendwas an Kollision passiert, hat Alonso die Chance, das Podium zu erben. Das wäre so geil. Aber so wie die Harten halten, ganz ehrlich... Es werden halt nicht die vorne sein. Ah, das sind die beiden Mercedes. Okay, wild. So, Average Russell Moment. Virtual Safety Car. Ja. Wir trudeln wahrscheinlich auch genauso über die Linie. Da wird sich jetzt nichts ändern. Heroics into final lap. Perez, komm schon. Recht dich an Verstappen. Ah, macht so nix. P4, damit nicht erfolgreich abgeschlossen. Aber hey. Ich habe einen Gameplan fürs nächste Mal. Werte Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Episode mit dem F1 Manager. Wenn dem so ist, Däumchen, Abo, bis demnächst. Tschüss.